Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern, den Predigttext haben wir schon gehört. Es ist immer spannend, über eine schon so bekannte biblische Geschichte neu nachzudenken. Noch spannender darüber zu predigen. Ich habe mir das so angewöhnt, dass ich bei solchen Geschichten erst einmal die weniger sonst beachteten Worte und Gedanken versuche zu finden. Und da habe ich in diesem Text, ich beziehe mich jetzt auf die Luther-Übersetzung, zweimal die Aussage entdeckt, dass man im Zusammenhang dieser Rückkehr des Sohnes sehr fröhlich geworden ist. Und deswegen habe ich mir als Predigtthema einfach die Freude Gottes ausgesucht. Wir wollen einmal über die Freude Gottes heute nachdenken. Und was das für eine Freude ist, das zeigt uns eigentlich schon der Zusammenhang. Wer Lukas 15 studiert, der stellt schnell fest, dass es da immer um ein Verlorensein geht. Da wird ein Schaf verloren, ein Silberstück wird verloren, aber es wird eben auch wieder gefunden. Und da entsteht dann die große Freude. Und so auch dieser Mensch hier, dieser Sohn, der wird wieder gefunden. Und dann ist die Freude groß. Und was in allen drei Gleichnissen besonders unterstrichen wird, es sollen sich alle mitfreuen. Und dann wollen wir uns nun auch, hoffe ich, anstecken lassen von dieser Freude Gottes über das Gefundene. Ja, worüber freut sich denn Gott eigentlich? Die Freude Gottes, das ist ja nun nicht so das bekannteste Stichwort, wenn wir über Gott nachdenken. Es wird auch gar nicht so sehr oft von der Freude Gottes berichtet. Und insofern sind die Stellen, wo sich Gott freut, natürlich dann besonders interessant. Ich will drei Stellen aus der Bibel erwähnen. Natürlich hier unsere Stelle. Da freut sich Gott über einen Menschen, der umkehrt, der wieder seinen Weg zu ihm sucht und findet. Dann gibt es noch eine andere interessante Stelle aus den Abschiedsreden Jesu im Johannesevangelium im 15. Kapitel. Da freut sich der Herr, unser Herr und Heiland, angesichts des Todes, der vor ihm steht. Das ist schon mal sehr aufregend und sehr interessant. Und er spricht von seiner eigenen Freude und er möchte diese Freude den Jüngern weitergeben. Ich möchte, dass meine Freude in euch ist. Also hat er angesichts des Todes Freude in sich. Ein Zug, der in der Passionsgeschichte und in den Passionspredigten oft gar nicht so vorkommt. Aber nicht alles, dass er Freude in sich hat, sondern er möchte, dass diese Freude dann auf die Jünger überspringt und dass ihre Freude vollkommen wird. So ist da der Ausdruck. Ja, und dann noch ein drittes Beispiel für die Freude Gottes, was auch oft etwas zu kurz kommt. Gott freut sich über die Schöpfung. Gott freut sich, ja ganz besonders am 7. Schöpfungstag, dass alles so wunderbar geworden ist.
Jemand hat mal gesagt, nachdem die Frau erschaffen war, wurde die Schöpfung sehr gut. Vorher war sie gut, ist ja auch schon was, aber jetzt sehr gut. Und Gott freut sich darüber. Und er möchte gern, dass wir uns hineinnehmen lassen in diese Freude an der Schöpfung. Ich hoffe, dass wir alle schon heute diese Freude an diesem Sommertag in uns haben einziehen lassen. Groß sind die Werke des Herrn, wer sie erforscht, hat Freude daran. Psalm 111, Vers 2, ein wunderschöner Satz. Paul Gerhardt hat den beherzigt. Viele Lieder preisen die Schöpfung, die Psalmen. Kaum ein Psalm ohne einen Blick in die Schöpfung. Das ist Anlass zur Freude. Aber nun sehen wir uns mal den Sohn an, den ersten Sohn. Die Lebenswende, die er mit Gottes Hilfe hinkriegt. Bekehrung ist ein altes Wort. Im griechischen Urtext heißt es, er denkt neu. Er denkt um. Er sieht die Dinge jetzt anders. Vorher schlug er um sich, jetzt schlägt er in sich. Da ist was passiert. Aber soweit sind wir noch nicht. Ich möchte ganz kurz die Stadien seines Weges uns in Erinnerung rufen. Es ist interessant, es beginnt ganz sachlich. Ein Landwirt, zwei Söhne, so mit 60 Jahren plus minus hat damals der Vater sein Erbe aufgeteilt. Es war also nichts Außergewöhnliches, dass nun der jüngere Sohn sagt, bitte regle mal die Erbangelegenheiten. Es war auch gar nichts Außergewöhnliches, dass einer oder wenn es mehrere Kinder waren, dass die dann außer Landes zogen, zumindest vom Hof weg, denn eine normale Hofstelle konnte die Kinder nicht alle ernähren. In diesem Fall sind es zwei Söhne und nach dem damals geltenden Recht hat der Ältere dann zwei Drittel geerbt, der Jüngere ein Drittel. Das geht also zunächst mal ganz sachlich zu. Aber dann wird die Geschichte dramatisch. Dann vergisst dieser junge Mann, wie jung oder wie alt, wissen wir ja gar nicht, sich eine neue Existenz aufzubauen, übt sich im Geld ausgeben, es kommt eine Inflation und die Karriereleiter ist nun ganz unten. Und dann, wir haben es ja gehört, steht er eigentlich vor einer Entscheidung. Soll er dieses Leben noch weiter ertragen oder gibt es denn da nicht noch eine andere Version, eine andere Möglichkeit, einen Weg, einen Ausweg? Und er erinnert sich an die Tagelöhner, so hat ja Luther übersetzt, seines Vaters. Er kriegt nicht mal die Schoten zu essen. Und für die ist wenigstens äußerlich gesehen ausgesorgt. Und er will zurück. Und was natürlich ganz entscheidend ist, er möchte seinen Vater um Vergebung bitten. Das ist nicht gut gelaufen bei mir, Vater. Bitte entschuldige meine Lebensführung bisher. Das will er sagen. Und dann macht er sich auf. Also im Grunde eine überraschende Wendung, denn nicht jeder kriegt die Kurve angesichts seines verpfuschten Lebens. Aber dieser Mann, der schafft die Umkehr und löst damit die große Freude aus, die im Himmel entsteht.
Und damit zeichne ich jetzt noch einmal die Freude dieses Vaters nach. Natürlich ist das alles ein Beispiel, ein Gleichnis, das auf die Freude Gottes uns hinlenken soll. Aber zunächst mal bleiben wir bei dem Vater im Gleichnis. Und ich denke, hier könnten alle Väter in besonderer Weise einmal genau hinhören. Zusammen mit meiner Frau bin ich ja schon viele Jahre in der Ehearbeit tätig und da gibt es immer wieder dann natürlich auch über Erziehungsfragen und Erziehungskrisen zu sprechen. Und oft verkannten sich die Verhältnisse gerade zwischen Vätern und Kindern, gerade auch zwischen Vätern und Söhnen. Und ich frage dann immer, wir fragen die Väter, haben Sie schon mal den Schritt getan und Ihre eigenen Kinder um Entschuldigung gebeten für die Erziehungsfehler? Und oft ein ungläubiges Staunen. Was? Die Kinder um Entschuldigung bitten? Das kann man hier alles im Hintergrund lernen. Was ist das für ein Vater, der uns hier begegnet? Keinen Vorwurf, dann kommt der Sohn, Mitleid im Herzen, keine innere Genugtuung, ja, jetzt hat er nun endlich kapiert, was sein Lebensstil mit sich gebracht hat. Gar nichts von alledem. Barmherzigkeit, Liebe. Er läuft seinem Sohn entgegen, große Sehnsucht, ihn wieder zu sehen und ans Herz zu drücken. Fällt seinen Sohn um den Hals, küsst ihn, Ausdruck engster Verbundenheit. Und dann stammelt der Sohn seine Sätze und interessanterweise, als ob der Vater das gar nicht groß zur Kenntnis nimmt, fängt er gar keine Diskussion an, arbeitet nicht, ja, die letzten Zeiten oder Jahre oder wie lange es gewesen sein mag, mit ihm auf. Nein, ihn interessiert jetzt nur eins. Dieser Sohn ist wieder da und jetzt soll er aber nun auch wirklich als Sohn wieder angenommen werden. Der kriegt jetzt erst standesgemäße Kleidung und er kriegt einen Siegelring. Ein Siegelring war ja nicht nur ein Schmuckgegenstand, sondern Siegelring. Das war ein Rechtsinstrument, damit konnte man Urkunden versiegeln, Entschlüsse besiegeln. Der wurde wieder in den Rechtsstatus eines Sohnes eingesetzt, der kriegt Schuhe. Kann man heute im Grunde auch gar nicht mehr so nachvollziehen, was das für ein Akt war. Sklaven mussten damals barfuß gehen. Der Freie, der kriegte Schuhe. Du bist jetzt im vollen Sinn des Wortes, mein Sohn, und an das gewaltige Festessen. Ausdruck größter Freude dieses Vaters. Und dann diese wunderschöne Aussage, hier war jemand tot, verirrt, weg vom Fenster. Und jetzt ist er wieder da, gefunden, er ist wieder lebendig. Also da kann jeder Vater sich so seine Scheiben einmal abschneiden. Aber das Entscheidende kommt ja nun jetzt. Der Hinweis auf die Freude Gottes über die Umkehr eines Menschen. Und wenn ich recht zähle, sind es 7 Akte der Freude, eine siebenfache Freude. Die 7 ist immer Kennzeichen der Fülle Gottes. Also da ist die ganze Freude, die ewige Freude Gottes eingefangen, hier in diesen 7 Akten. Und die schauen wir uns jetzt noch eben an. Es jammerte ihn, so ist Gott zu dem Menschen gegenüber, der sein Leben versaut und verpatzt hat. Es jammert Gott. Ich kannte einen Lehrer, der lebte in langer Krisenzeit mit seinem ältesten Sohn und einmal sagte er, das ist nicht mehr mein Sohn. Ist das nicht eine furchtbare Aussage, werde ich nicht vergessen. Bloß nicht solche Gedanken und noch weniger solche Worte aussprechen.
Nein, so ist Gott. Es jammerte ihn. Und wie ist denn das mit unserem Vaterbild? Viele haben ja mehr oder minder ein verkorkstes Vaterbild. Das merkt man dann immer an den jungen Ehen, wenn die jungen Ehefrauen sich beklagen, mein Mann, der hat ja überhaupt gar kein Verantwortungsbewusstsein. Ich muss ja schließlich alles machen, ich muss ihn antipsen und all das, was eigentlich seine Aufgabe wäre, ihm erstmal vorkauen. Und dann fragen wir, ja, wie ist denn das mit seinem Vater? Was hat er für ein Vaterbild verinnerlicht? Ach ja, und dann braucht man gar nicht die Antwort abzuwarten. Vater war immer weg, für alles und jedes hat er Zeit, nicht für die Kinder, nicht für die Familie. Das ist dann traurig. Wie sollen solche Söhne dann Verantwortung übernehmen für ihre Ehen und Familien, wenn sie sie beim eigenen Vater nicht erlebt haben? Wer so ein verkorkstes Vaterbild hat, dem kann ich nur sagen, schau auf diesen Vater. Dieser Vater ist anders. Gott, der ist der Vater par excellence. Und dann läuft er dem Sohn entgegen. Das ist doch was ganz Gewaltiges, was hier zum Ausdruck kommt. Viele stellen sich eine Bekehrung als einen Abstieg vor. Ach, jetzt muss ich dann das und das, diese frommen Geschichten alle mitmachen. Ich verliere ja meine Freiheit. Das wird ja ein krampfhaftes, eingeengtes Leben, habe ich schon mehrmals gehört. Gerade auch junge Leute. Wilhelm Busch, der Jugendevangelist, hatte auch mal so ein Gespräch und fragt den jungen Mann, ja, wie steht's denn nun? Willst du nun mal den Glaubensanfang machen? Und da sagt er dann zu ihm, Herr Pastor, ich will erst noch ein bisschen was von meinem Leben haben. Und da sagt der Wilhelm Busch zu ihm, ach, bist du bescheiden? Du willst nur etwas vom Leben haben? Jesus gibt das Leben. Das ist ein bisschen mehr. Schöne Antwort. Also, der Vater kommt doch entgegen und er bringt doch alles mit, was ich zum Leben brauche. Da muss ich doch keine Angst haben, dass irgendwas eingeengt wird. Und dann fällt er ihn um den Hals und küsst ihn. Die Küsse Gottes. Darf ich mal so etwas direkt fragen? Hat Gott dich schon geküsst heute? Hast du schon etwas mitbekommen von der Schönheit, von der Kraft, eine Gebetserhörung, irgendetwas, was dir wieder gelungen ist, eine neue Zuversicht, die plötzlich angeflogen kommt? Die Küsse Gottes. Ich freue mich schon auf den nächsten Kuss. Und vielleicht ist dieser Gottesdienst ein kräftiger Kuss Gottes. Und dann bringt er ihm das beste Gewand und das ist natürlich auch tief bedeutungsvoll. Was ist denn das beste Gewand im geistlichen Sinn? Das beste Gewand, das ist natürlich der Mantel der Gerechtigkeit. Der Vater im Himmel wischt alles weg, die ganze Vergangenheit weg. Ein neues Gewand in Christus haben wir ein Leben ohne Vergangenheit. Wissen wir das eigentlich zu schätzen, was das bedeutet, ohne Vergangenheit leben zu dürfen vor dem Augen und vor dem Herzen Gottes? Wunderbar, gerade auch im Blick auf die großen Nöte, die gerade in unserer Gesellschaft heute herrschen, durch unvergebene Schuld, die vergifteten Beziehungen bis in die Familien und Ehen hinein, weil man nicht in der Lage ist, dem anderen zu vergeben und ihn ohne Vergangenheit zu sehen. Gott kriegt das hin. Gott sieht mich ohne Vergangenheit. Ich habe auch eine nicht ganz so angenehme Jugendzeit hinter mir, verwöhntes Einzelkind, kriminell gewesen. Von der Schule geflogen. Also, da kann ich so ein kleines bisschen mitreden. Und wunderbar zu wissen, Gott streicht alles weg, das neue Gewand. Und er kriegt einen Ring, wie schon gesagt, einen Siegelring. Er wird jetzt echter Sohn. Er darf Geschäft im Namen des Vaters ausführen, ausrichten. Und was das bedeutet, Sohn zu sein, das sagt ja
Jesus in den Abschiedsreden ganz deutlich. Ja, wir dürfen die Erhörung unserer Gebete erwarten. Oder Paulus, Römer 8. Wer Sohn ist, wer Kind ist, der ist auch Erbe. Du erbst eine ganze Menge. Vorhin haben wir ein Lied gesungen, dass die Seele Gott weiterhin loben wird für 10.000 Jahre und bis in Ewigkeit. Das ist ganz nett ausgedrückt. Aber wir glauben doch noch eine Menge mehr, nicht nur die Seele. Wir kriegen doch einen neuen Leib. Der Herrlichkeitsleib wartet auf uns. Nicht nur die Seele wird Gott in Ewigkeit loben. Nein, der ganze Mensch. Das ist ja die große Hoffnung des Paulus. Und dann kriegt er Schuhe an die Füße. Schuhe, das Bild der Freiheit. Christentum ist recht verstanden. Ein Freiheitsglaube. Da kommen keine neuen Zwänge auf uns zu. Und das, was Gott jetzt von uns erwartet, das tut er durch die Kraft des Heiligen Geistes in uns und durch uns. Das ist doch das Neue. Wunderbar. Epheser 5 ist für mich so ein ganz wichtiges Kapitel, ja, für das neue Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Da lassen wir die Unzucht hinter uns, da lassen wir die Habgier hinter uns, da lassen wir das schlechte Reden hinter uns. Da gibt es einfach einen neuen Lebensstil. Wunderbar, aber nicht aus Krampf, weil ich nun mich bekehrt habe und weil die Christen das eben nur so machen. Nein, jetzt kommt der Heilige Geist und der gibt mir Freude, Vollmacht und Kraft. Und das ist dann wirklich der 7. Punkt. Lasst uns fröhlich sein. Ewige Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Unter dem macht's Gott nicht. Das Schönste, was es für uns Menschen gibt. Und dann kommt der zweite Sohn nach Hause, erkundigt sich, was da los ist, rümpft die Nase, kann es gar nicht fassen. Was? Ein Fest? Und noch das gemästete Kalb? Ja, Mai, wo leben wir denn? Was ist denn in meinen Vater gefahren? Der wird zornig. Und alles, was er hat, ist plötzlich null wert. Der hat 2/3 des Erbes schon in der Tasche. Ihm gehört im Grunde alles, was der Vater ihm da schon längst zugeeignet hat. Er hat die tägliche Gemeinschaft mit seinem Vater. Alles ist nichts. Ist das nicht verrückt, wenn wir uns zu vergleichen, anfangen mit anderen? Da kommt ein Gift in unsere Seele hinein, auf dem Schreibtisch meiner Frau zu Hause. Da steht ein schöner Spruch. Zufriedenheit liegt nicht darin, zu bekommen, was ich will, sondern zu wollen, was ich habe. Ist das nicht toll? Ich liebe dieses Wort. Zufriedenheit liegt nicht darin, zu bekommen, was man will, sondern zu wollen, was man hat. Fangen wir doch mal an, zu wollen, was wir haben als Christ. Diese Gemeinschaft, die ewige Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott, diese wunderbare, lebendige Hoffnung, auf die wir zugehen, jetzt die vielen Zusagen, dass ein guter Hirte uns durch dieses Leben steuert. Wunderbar, dass alles an Gott vorbeigeht und dass meine Tage in seiner Hand liegen. Und da muss ich nicht nachhelfen und da muss ich nicht irgendwelche neuen Gesetze erwarten, die mir dann den assistierten Selbstmord erlauben. Nein, das Leben eines Christen, das läuft in einer anderen Regie. Und ich schließe nochmal mit dem Wilhelm Busch. Der hat ja oft genug über dieses Gleichnis gepredigt. Und da sagt er, was mir gar nicht aufgefallen war vorher, er sagt da, schau mal, was da steht. Sie fingen an, fröhlich zu werden. Und dann fährt er fort, dass die mal wieder aufgehört hätten. Das steht gar nicht da. Sie fingen an. Und so ist das im Leben eines Christen. Es geht was los. Eine neue Freude,
eine dauerhafte, eine ewige Freude, die uns durch diese Zeit hindurchträgt bis in die Ewigkeit hinein. Ergreift nun Platz von uns. Der Herr segne uns mit dieser Freude. Amen.